Schönen guten Tag, sprechen mit Hermann Lübeck. Ja, Lübeck, wer ist da? Hallo? Hallo? Wer spricht? Hier ist Valentino, wer spricht denn da? Sie haben bei mir angerufen, wer sind Sie? Mein Name ist Markets. Ja? Was gibt's? Können Sie mich hören? Ja, wie geht's Ihnen? Ganz gut, und selber? Ah, vieles! Ja, super, super. Woher kommen Sie denn? Wieso? Aus Interesse, ne? Man lernt sich kennen. Ja, Israel. Israel, oh, woher aus Israel? Hebron. Und Sie, woher Sie kommen? Ah, ich komme aus Italien. Ah, ist ein sehr schönes Land. Ja, wunderschön, wunderschön. Ich sehr mag die Frauen also, und das Essen. Also ich hätte eine Frage. Ich meine, wir haben sehr viele Arbeitslose in Deutschland. Verstehen Sie? Ja, was habe ich damit zu tun? Aber Sie haben viel damit zu tun. Nein. Wir alle haben damit zu tun. Wir beschäftigen sieben Angestellte. Keiner von diesen Arbeitslosen hat so viel Zeit. Ah, sieben. Ja. In welchem Bereich? Bereich denn? Ich bin Uhrmachermeister. Oh, wunderbar. Wenigstens noch ein ehrlicher Beruf. Ja. Nicht so wie meiner. Wieso ist Ihr Beruf nicht ehrlich? Ja. Ja, weil Sie meine Zeit verschwenden. Sie haben mich angerufen. Machen. Ja, aber weil Sie ständig hier Fake-Namen, Fake-Accounts mit dieser Stimmverzerrung. Sie können Nein. das gerne auf YouTube oder Instagram hochladen. Natürlich. Ich freue mich, wenn Sie mich sogar verlinken. Ja. Verlinken Sie mich bitte. Dann gib mir deinen OnlyFans-Account. Gib mir deinen OnlyFans. Moment. Na, holst du deinen Talentmanager? Ah. Nee, ich bin der Manager hier. Deswegen kann ich ja so mit ihr reden. Ah, das ist großartig. Ja. Also, ich bin mir sicher, Sie haben bestimmt irgendwelche Fragen. Fragen Sie mich. Wie ist das Wetter in Istanbul? Ich bin nicht in Istanbul. Ah, dann bist du auf Zypern. Genau, auf Zypern. Ja, da hocken Lieber sie alle. Toll. Sie sind da so viele Rattennester, dass da so viele Leute hinpassen. Ja, auf jeden Fall. Weil das Witzige an der Geschichte ist, die Konten sind noch größer, weil ich verdiene so viel Geld in einem Monat, was sie nicht in einem Jahr verdienen. Ah, auf diese Weise würde ich auch kein Geld verdienen wollen. Oi wei. Ja, leben und leben lassen. Ja, das kannst du aber nicht sagen, wenn du Leuten das Geld mit fadenscheinigen Versprechungen abziehst. Das hat nichts mit Leben lassen zu tun. Also, ich kann mit reinem Gewissen sagen, ich habe noch nie in einem Jahr irgendetwas versprochen. Ja, siehst du, sag ich doch, mit fadenscheinigen Aussagen. Alles glase, alles toll, aber ich habe nie was versprochen, nie was unterschrieben, dass dein Geld weg ist. Aber nie irgendjemand. Aber keiner setzt ihnen die Pistole auf die Brust. Jeder macht das hier aus freien Entscheidungen. Ja, mit psychologischen Tricks im Hintergrund den Leuten zu erzählen, was sie alles verdienen können. Da ruft dich doch keiner an und sagt, ja, ich habe jetzt Lust, mein Erspartes auf einem Hochrisikokapitalmarkt zu verschwenden. Gib mir deine Adresse, ich schicke dir all mein Geld. Kannst du mir nicht sagen, dass Leute das machen? Nein. Aber? Doch. Was? Es gibt ja auch Menschen, die spielen heute noch Lotto. Warum spielt man Lotto? Wie hoch ist die Chance, dass man im Lotto gewinnt? Ja, aber Lotto ist bodenständig und wirklich staatlich reguliert, im Gegensatz zu dieser Kioskbetreiberlizenz, die ihr da auf Zypern habt.
Wir sind auch reguliert. Wir halten uns an die Gesetze. Ich habe Ihnen ja gesagt, ja, ihr seht's doch alle. Ich niemals meinen Kunden Gewinne oder Erträge. Ja, ihr sitzt doch auf Zypern, weil das da alles so lasch ist. Darum sitzen die da doch alle. Darum sitzen die doch nicht in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart. Die sitzen alle gestapelt wie Leute auf einen Zug in Indien, auf Zypern, weil die das da machen können. Warum seid ihr da denn alle? Wegen Sonnenschein oder wegen den laschen Gesetzen? Also, wir sitzen hier auch wegen dem Sonnenschein und dem Meer auf jeden Fall. Man hat schönes Wetter, man hat viel nettere Menschen als in Deutschland. Aber vor allem, der wichtigste Punkt ist, wir sitzen hier aus steuerrechtlichen Vorteilen. Ja, und ich verdiene, weniger Steuern als in... Ah, guck mal, ihr habt ein Klatschsystem eingeführt. Wenn irgendjemand einen Deal geschafft hat, dann klatschen alle. Ein neuer glücklicher Kunde, den haben wir gerade herzlich willkommen geheißen bei uns. Ja, super, super. Wie lange wird es dauern, bis sein Geld weg ist? Ja, es kommt auf ihn an, wie viel Risiko er eingehen möchte. Ah, habt ihr so Roboter? Es gibt Kunden, die gehen ein gewisses... Ein Roboter habe ich nicht, nein. Warum nicht? Was für ein Roboter? Ein Tesla-Auto-Roboter? Nein, für Trading. Trading, ein Roboter, ich verstehe nicht ganz. Was für ein Roboter? Ja, habt ihr kein Auto-Trading-Programm? Nein, also doch, wir haben das, aber ich glaube, das können Sie sich nicht leisten. Also, es ist schon sehr teuer. Oh, was kostet? Sag mir. Ich bin Jude, ich habe sehr viel Geld. Ich weiß, dass Sie kein Jude sind. Ich meine, ich bin ja auch ehrlich zu Ihnen. Ich sage Ihnen ja auch, mein Name ist Valentino, kein Problem. Also, ja. ich wäre auch erfreut darüber. Na, zu wissen, wie Sie heißen. Ja, mein Name ist Ignaz Stern. Ignaz Stern, okay. Ja. Ja gut, schauen Sie, ich wollte Ihre Fragen beantworten. Ich bin Bundestagsabgeordneter von den Grünen. Wir kriegen euch alle. Ich glaube kaum, dass ein Bundestagsabgeordneter sich mit mir hier unterhalten würde. Na aber doch, einer muss die Drecksarbeit ja machen. Ich meine, auf der anderen Seite, der Fühlt bei den Grünen sein, ist ja. Ja. Ist ja grauenhaft. Warum? Die Grünen. Ja. Ja, die Grünen, das ist die größte Heuchlerbande, die es gibt. Sagt der Telefonbetrüger aus Zypern. Der war gut. Ja, ich habe hier einen Kumpel von der russischen Botschaft, der möchte auch ein Interview machen. Ja, gerne. Aber ich habe auch russische Kollegen, er kann gerne auf Russisch. Wir sind super ausgestattet. Wir haben Russen, Italiener, Spanier, Engländer, alles. Ja, der will ja mit dir sprechen. Der kann keine Italienisch sprechen. Warte. Mit mir? Dobrый день, guten Abend. Ja. Hallo? Guten Abend, hallo. Hallo, hier ist Dimitri, wer ist da? Hallo? Hallo? Hallo, mein Name ist Valentino. Hallo, mein Name ist Valentino. Ja, freut mich. Was geht da drüben? Ist du Party oder was? Ja, prima Party hier. Hast du zu? Hast du deine Firma hat genommen Geld von Sohn von russischen Botschafter? Wir wollen Geld wieder haben, sonst kommen wir rüber. Ja, ich kann Ihnen gerne die Adresse schicken. Ich kann dir Adresse schicken, wo kannst du den, wo kannst du den Geld wieder schicken? Nee, der Einzige, der Geld schickt, das seid ihr, und zwar zu mir. Ja, wir schicken deine Familie Geld für das Beerdigung, wenn du das Geld von Botschafter so nicht wiedergibst, kommt OSB zu dir nach Hause, blöd. Verstehst du das? Kein Problem, blöd, alles. Gehst du zur Botschaft von Rassistische Föderation, Botschafter ist Azamat Bagatov, gibst du ihm einen Kuss von mir und sagst du bist da, um deinen Todeskuss zu holen. Verstehst du das? Ist das der von Borat? Von Borat, der Film? Der Botschafter, nicht der Borat. Seid ihr Familie von Borat? Du bist Familie von Borat. Botschaft. Du erzählst genauso viel Unsinn, wenn der Aber Tag dann lang ehrlich, ist. Ist das... Bist du wirklich dieser YouTuber Mois oder... Ich hab gehört, du bist dieser YouTuber Mois. Ja, wir müssen Content machen, blöd. Ich folge dir auf...
Ich auf jeden Fall folge dir auf YouTube. Schande, Mann. Schande. Mach das Abo weg, Blech. Wieso? Mit sowas will ich doch nicht in Verbindung gebracht werden, Alter. Aber sag mal ehrlich, bist du eingebrochen im Keller? Ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten. Verstehst du das? Ihr seid doch alle die gleichen. Du, Sinan G, alle nicht umsonst im Knast gewesen. Natürlich nicht, Mann, Blät. Wir haben einen Ruf zu verteidigen. Verstehst du das nicht? Du müsstest das doch auch wissen. Du möchtest gern Gangster. Hörst du zu, wir lassen dich dein Ding da machen, aber ehrlich, du musst ein Schutzgeld bezahlen. Verstehst du das? Hast du entweder Schutzgeld oder jeden Tag 30.000 Anrufe und du kommst nicht mehr zum Arbeiten. Entscheide dich. Mann, ganz ehrlich, ey. Ich sage euch, wer bezahlt denn heute noch Schutzgeld an russische Mafia? Es gibt so viele Araber, die machen mich sicherer als ihr. Warte mal. Selbst die Ukraine sind sicherer als ihr. Hallo? Mann. Hallo? 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 Ja, hier der Patel von indischer Mafia. Wenn du nicht gibst, mal Geld bei meiner Kollegin und bei meiner geben, sonst wäre mit Kamele kommen. Okay, also ich verstanden? Muss. Jetzt war witzig, aber ich mache jetzt lieber Feierabend. Ja. Ich fahre jetzt noch ein bisschen an den Strand. Geh du bei Strand, bisschen Corona kriegen. Und euch viel Spaß noch. Ja, wie lange können wir deinen Kollegen noch anrufen? Ich hatte schon, das ist das Gute. Oh, schade, dass du überlebt hast. Das tut mir sehr leid. Wie lange dein Firma arbeitet? Ich bin wie eine Kakerlake, ich sterbe nicht. Richtig, nicht mal bei Atombombe. Aber wir können nicht ausprobieren. Schon lange. Deswegen habe ich... Ja. Wie lange Firma arbeiten, sage mir. Wie gesagt. Wie lange kriminelle Organisation arbeiten? Langsam wird es langweilig. Nein. Wir sind ein reguliertes und lizenziertes Unternehmen. Wir halten alle Gesetze. Bla bla bla. Ja, ich weise Sie alle auf das Risiko hin. Es gibt ein großes Risiko, auf dem Finanzmarkt sein Geld zu verlieren. Ja, so wie ich das allen Kunden mache. Natürlich wäre es schön, wenn Sie mit uns gemeinsam Gewinne erzielen würden. Aber nichtsdestotrotz besteht trotzdem ein Risiko. Guck mal, du kannst so schön vorlesen. Wer bräuchte noch jemanden, der bei der russischen Botschaft die Ansagen macht? Möchtest du das machen? Du weißt, du ist ganz leichte Arbeit. Du kriegst ein Blatt Papier und musst du vorlesen. Nichts, was dich überfordern könnte. Ich lese nichts vor. Ich habe das im Kopf alles. Ich mache das schon lange. Also, musst du den Bullshit so oft erzählen? Blair, das würde mich belasten. Da würde ich davon träumen. Ja. Ja, sag mal, bist du jetzt dieser YouTuber Mäus oder nicht? Wollen wir, ich schick dir mal bei E-Mail ein Rede von Präsident Putin und du kannst das vorlesen, weil wir brauchen für YouTube-Kanal, wir brauchen auch noch Pressesprecher. Verstehst du das? Ich hab mir nur die Zeit jetzt genommen, mit dir zu sprechen, weil ich wissen wollte, ob du der YouTuber Mäus bist. Hörst du doch? Ich bin das übrigens riesen Fan, weißt du? Hörst du doch? Aber sag mal, bist du oder bist du nicht? Du hörst es doch, oder was? Bist du? Hörst du mich oder nicht? Ja, bist du oder bist du nicht? Blöd. Willst du Autogramm oder was? Ja, aber du verstellst deine Stimme die ganze Zeit. Natürlich, das ist, was ich mache. Damit verdiene ich mein Geld, verdammt. Du bist kein Fußballer oder kein Schauspieler. Du bist ein YouTuber. Du machst Videos auf YouTube. Ja, ich weiß, was ich mache, Mann. Du so Möchtegern-Rapper. Was heißt hier Möchtegern, Mann? Alter, kannst du rappen oder was? Kannst du nicht rappen? Ha? Ob ich rappen kann? Ja, Mann. Schwimmen. Nee, ich kann nicht rappen. Wassalam alaikum. Warum kannst du nicht rappen? Auf jeden Fall, ganz ehrlich, wenn du das Video hochlädst, bitte sag liebe Grüße an Valentino, liebe Grüße, sag auch ruhig, du Betrüger, aber Hauptsache, ich weiß, du meinst nicht. Ich guck jeden Abend in YouTube jetzt rein. Klasse, wie heißt deine Schwester? Kann ich sie grüßen? Nee, lieber nicht. Warum? Willst du sie keine Freude machen? Es gibt 1000 Millionen Stefanis oder Estefanias auf dieser Welt. Was soll passieren? Außer, dass sie scharf wird auf mich. Ja, siehst du, deswegen. Meine Schwester hat auch auf dich scharf werden. Bruder, hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, Mann. Ich bin hübscher Boy. Ich bin Date-Doktor. Du bist ein Boy, aber nicht hübsch. Das ist ja Ansichtssache, weißt du. Die Frauen, die stehen drauf.
Tausend Schlüpfer erzählen keine Lügen, weißt du? Auf jeden Fall, wie gesagt, poste noch ein Bild. Poste lieber noch ein paar Lederjacken oder Schuhe, die du kaufst. Ja, hast du was gegen Lederjacke, Mann? Italiener stehen doch auch auf dem Mond, oder nicht? Ehrlich. Ey, hier auf Zypern sind 50 Grad, ich zieh doch keine Lederjacke hier an. Ja, das ist eine Style-Frage, Mann. Im Club, wo gut temperiert ist, kannst du auch Lederjacke tragen, oder nicht? Für Shooting. Ohne Scheiß, du hast keinen Geschmack, Mann. Einer so wie ich, Italiener alles sagen. Ich muss nicht... Ich bin Italiener, ich hab mehr Geschmack. Ja, klar. Ja, also dann musst du auch schicke Lederjacke tragen und Boots, blöd. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hab gestern... Was ist dein Lieblingsmarke? Ich hatte gestern schon geguckt, ob du irgendwas Video hochgeladen hast. Was denkst du, wie ich... Deine Lieblingsmarke? Ja, sag mal. Boah, was mein... Camp David oder also, was? Also allgemein Marke oder Schuhe oder was Bestimmtes? Klamotten. Bist du Camp David-Träger? Ja, deswegen frage ich, dann sag was. Ja, Klamotten. Also ich würde sagen... Also wenn es jetzt so nach Schuhe geht, würde ich sagen eher Louis Vuitton. Oh, schick. Aber, ja klar, hast du gesagt, ein Jahr hier und das hast du, nicht. Hast du die aus Aber so allgemein würde ich sagen... Hast du die mal probiert, die tragen sich sowas von geil. Aus Ziegenleder? Ja, Mann. Echt? Ne, habe ich noch nicht probiert. Die sind super weich und anschmiegsam. Aber ja. Mal, um auf deine Frage zurückzukommen, weißt du, so ein Video, das muss man... Wo hast du das Wort denn gelernt? Ha, bei Nachhilfe. Verstehst du, wegen deiner Frage, weißt du, so ein Video, das musst du schneiden, rendern, hochladen. Das muss erst durch die Rendermühlen laufen, das dauert ein bisschen Zeit. Ja. Und so Effekte müssen rein und Untertitel für die ganzen... Ja, okay. Ja, was denkst du Okay, was denkst du ungefähr? Ja, bei dir sind ganz viele Dumme dabei, deswegen Untertitel ist schon gut. Was denkst du, wie lange dauert das so ein Video? Boah, zwei, drei Wochen, weil wir haben auch noch ein Video, wo wir im Puff immer anrufen und die Nutten verarschen. Das kommt zuerst, weil das ist geiler, weil ihr reagiert nicht gut. Das ist ja langweilig, Alter. Ja, wir haben auch, weißt du, wir haben auch gestern aus Langeweile noch im Zoo angerufen und haben gefragt, ob wir uns mit den Schafen verbinden können. Eine Frage hätte ich. Frag. Eine Frage hätte ich. Frag. Wenn du jetzt so ein Video hochlädst, ne? Ja. Ich mein, da ruft jemand an. Ja, da rufen die ganze Zeit Leute an. Wenn du so ein Video hochlädst, darfst du ohne mein Einverständnis meine Stimme und so ins Internet stellen? Nö, aber du hast ja vorhin auf Tonband gesagt, dass du dass dir wünschst, dass wir das hochladen. Von daher ist das kein Problem. Ich hab das nicht gesagt. Mhm. Hast du? Kannst du gesagt, stellst du auf... Kannst du mir das vorspielen? Ne, während der Aufnahme kann man nicht vorspielen, sonst bricht die Aufnahme ab. Aber du hast gesagt, du kannst das auf YouTube, Instagram, was auch immer du willst, hochladen. Ich soll deine Schwester grüßen. Ja, nein, ich frage nicht wegen mir. Allgemein, musst du nicht immer bei den Leuten... Also musst du fragen... Dürfen wir deine Stimme verwenden? Ja, oder, klar. Oder ja, wie klar. Aber weißt du, das Gute ist, was will ein Betrüger machen? Ja. Will der zur Polizei gehen und sagen, hey, die haben mich dabei aufgenommen, wie ich Leute verarsche. Könnt ihr die bitte verhaften? Das ist ein gutes Argument. Wieso? Das ist wie wenn du einem Drogendealer seine Scheiße abziehst. Der kann auch nicht zu den Cops gehen und sich beschweren. Ja, hast du recht, ey. Ist man. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, es war mal... Ey, ich glaube wirklich, du bist dieser Mäus, man hört so ein bisschen eine Ähnlichkeit raus. Auf jeden Fall war mal cool mit dir persönlich, sonst sieht man dich ja immer nur im Internet. Ja. War echt cool, mal zu reden. Also so persönlich meine ich, es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ich war einer der speziellen Fälle, so... mit du bist auf jeden Fall ein spezieller Fall. So. Du bist ein ganz Ja, guck mal, die Hühnergeräusche funktionieren wieder. Und, also, wir haben so ein Soundboard gemacht, weißt du, wo immer so Tiergeräusche kommen. Ah, das klappt wieder, geil. Ja. Ich freue mich. Ja, hast du nicht gerade die Katze gehört? Auf jeden Fall, wie gesagt. Na, jetzt. Wer ist das? Ist das, wie heißt der schwarze Rapper, der gesagt hat, der B-Verbot? Kommt das Hühnchen auch an bei dir oder gibt es da noch Schwarze, Probleme? Der Schwarze, der gesagt hat, NRW-Verbot. Ja, nein, man sagt nicht schwarz, das heißt maximal... Manuelsen, ist Manuelsen auch dabei? Weiß nicht, wo der gerade ist.
Keine Ahnung, kann ich nicht sehen, ist egal. Maximal pigmentiert da. Das heißt maximal pigmentierter Mitbürger mit Migrationshintergrund, ah, okay. Blärt. Verstehst du das? Wir Ausländer müssen zusammenhalten. Ist so, Mann. Also, ich bin auch Ausländer, sag ich doch. Ja, du brauchst Ausländer, die wenigstens Deutschen ja, machen den Job, den du da anbietest. Auf jeden oder? Fall. Wie viele Angestellte hast du? Sag mir. Ich hab 40. 40? Wo hast du die alle gefunden? In irgendeiner Bar? Hast du die besoffen? Ja. So, hier, guck mal, meine Vertrag Etage. Unterschreiben. Ja, so ungefähr, ey. Glaub, also mal ganz ehrlich, so viele also Idioten, wie man da ans Telefon kriegt. Machen die meiste Kohle. Ja, wirklich? Bläh. Ja. Man glaubt es eigentlich ja gar nicht, ne? Na gut, aber dafür kannst du die für sonst nichts anderes gebrauchen. Wie lange dauert so eine Schulung bei dir, wenn die anfangen? 2 Tage immer. 2 Tage? Wenn du gut bist, 1 Tag. Krass. Kannst du mir mal dein Skript schicken? Ja, nee, ach Quatsch. Du hast ja schon genug Informationen jetzt von mir gesammelt. Ja, definitiv. So 700, 800 Stunden Tonaufnahmen. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich hab Feier. Ach, ich erzähl nix, weil du machst gerade ein Interview für Prestige, Blair. T1 Markets, Zypern. Ist doch beste Interviewwerbung, die du machen kannst. Italien spielt gleich. Ja, das ist doch egal, Mann. Du kannst kostenlose Italien Werbung für deine Firma kriegen. Nee, wie? Vielleicht ruft die Kamera hinterher an und will mit dir zusammenarbeiten. Ja, nee. Oder die Cosa Nostra. Oder wenn wir schon bei Israel sind, die Kosha Nostra, verstehst du? Kosha Nostra, hast du verstanden? Ja, verstehe ich. Oder El Chapo Blät, wenn du es gut machst, verstehst du? Hast du den vorher aufgeschrieben oder ist er dir gerade eingefallen? Sowas habe ich im Kopf, weißt du, ich habe russisch Kanisterkopf, da passt viel rein. Also sag mal, wie ist deine originale Stimme? Zeig mal einmal. Nein, Blät, ich kann jetzt nicht meine Rolle aufgeben, ich werde gesponsert dafür, dass ich rede wie ein Russe die ganze Zeit. Ah, Mann, so verdienst du dein Geld, so verdiene ich mein Geld. Zwischendurch hast du mit einem Inder gesprochen. Möchtest du nochmal mit einem alten Mann sprechen? Warte mal kurz. Hallo? Ja. Hallo? Auf Twitch? Ist der auch auf Twitch? Ja, mein Name ist Maulwurf. Ich möchte gerne Geld investieren, bitte. Hallo? Junger Mann, sind Sie noch da? Ah, kleiner Blick. Ja. Ey, sag mal, Hallo. Wie seid ihr denn? Wie bitte? Hallo? Ich hab Sie jetzt nicht verstanden. Wie viele seid ihr denn da? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Heute. Ja, wo ist denn der russische Mitbürger? Moment, bitte. Hallo, hier ist Rakesh. Wie ist dein Name? Ja. Hallo? Valentino. Ja, freut mich sehr zu kennenlernen. Ja, können wir ein Interview machen für indischen YouTube-Kanal? Okay. Daily Bollywood? Okay. Wie heißt der YouTube-Kanal, damit ich wenigstens auch gucken kann? Daily Bollywood, right? Gibt's das wirklich? Guck mal. Baby. Die müssen selber lachen. Ja, das gibt doch so Lieder bei Daily Bear Bollywood, Wedding-Songs und sowas. Ja, können wir Interview machen. Weil soll ich dir einen Wedding-Song singen? Aber da gibt es wenigstens hübsche Kannst du mit mir singen, bist du mein Bruder? Soll ich dir Internetseite zeigen von Firma? Ja, bitte. Ja, www. Kann du mal die schreckliche Musik ausmachen? Ich kann die nicht hören. Ja, www. Ich muss dich nur hören, das ist das Wichtigste. Ja, Kaufmann. Emil, Kaufmann. Ja. Marta, Anton. Ja. .net. Wir Clown Company, okay. Mhm.
Und du bei Enter drücken, da kannst du auf Kanal schauen. Warte mal, lass mich mal gerade bei Mois Einbruch. Oh, jetzt fang nicht damit an, meine Brüder. Mois redet Klartext über Einbruch und Sinan G. Ja, ja, klar. Und ich bin der Betrüger. Ja. Soll ich dir ihn wiedergeben, ja? Bin du beiseite gucken, ja? Hallo? Ja. Na gut, wie gesagt, also ich mach Feierabend. Ja, hallo? Ja, hast du bei Internetseite drauf gucken, bitte? Weil ich Feedback brauchen. Nee, ich hab... Lass mal lieber... Außerdem mag ich, dass mich immer mich doppelt hört. Ich höre meine Stimme, ich mag meine Stimme nicht so sehr. Aber warum wenn ich mich doppelt höre, dann komme ich mir so albern vor. Aber wir sehr gute Technik haben, deine Headset kaputt. Nee, nee, ich glaube, eure Technik ist nicht die beste gerade. Oh, das viele sieht tausend, man an den YouTube-Videos. Viele tausend Euro paar, ja? Ja, verdient 1000 du? Euro. Ja, ja. Tag. Indisch okay. Kupi, verdient du? Wie heißt der eigentlich richtig, dieser Mois? Weiß man das? Dejan. Mit Vorname Dejan Mihailovic. Okay, Dejan. Okay, Dejan, Hey, dieses Arschloch, warum verletzt du denn das? Bestimmt nochmal. Wir werden ganz oft werden uns noch hören. Okay, also Jungs. Lang lebe Putin, der Führer von Russland, bitte lebe mal noch nicht auf. Was sagst du? Ach, der ist wirklich lustig. Ukrainer ist der? Und warte, Rapper ist der auch? Ja komm, wir machen jemand, wenn du die ganze Zeit Borat sagst, mache ich jetzt noch für dich ein Special. Warte kurz, du hast bestimmt 2 Minuten hast du noch. Warte, aber du musst mitmachen, ja? Melodie, eure Nationalhymne. Der Ranghöchste. Bitte stehe. Keule, du nennst dich auf Instagram der Ranghöchste. Alter, das tollste ist dein Ernst? Land in der Welt. Alle anderen Länder werden Kasachstan ist gut, weil der Hauptexporteur. Andere zentralasiatische Länder haben minderwertigen Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder ist die Heimat von Flüchtlingen. Hat dir gefallen? Super. Das war jetzt nur für dich. Jetzt musst du mir, singst du mit mir das Lied von Pokémon, okay? Ja. Ich kenne das, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ach komm, das ist doch deine Pokémon. Generation. Komm, schnapp sie dir. Warte, komm, ich warte mal. Regie, spiel mal bitte das Lied von Pokémon rein. Also nur den Sound, wir singen dann zusammen. Also das Instrumental. Regie. Alter, du bist alleine in deinem Studio. Was halt, du hast mit 20 Leuten gesprochen in der letzten halben Stunde. Die habe ich alle auf meinem Show sitzen. Das bist du. Zählt keinen Scheiß, Mann. Mann, kommst du dir nicht albern vor? Kommst du dir nicht albern vor? Ich hab jetzt eben noch was gefunden. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon. Ah, du kannst ja, es. Guck geh mal. Wenigstens jetzt kurz. Geh mal kurz auf geh mal ganz kurz auf Insta Live. Kann ich jetzt nicht. Wir sind Aufnahmeblatt. Du kannst nicht live gehen und aufnehmen. Ich hab doch ein Handy. Ja, was meinst du, womit ich telefoniere? Mit meiner Bratpfanne oder was? Ja, du hast doch so viele Computer und so. Alter, ich hab nur 2 Hände, nur einen Mund und nur einen Kopf. Was soll ich mir das alles um den Hals hängen oder was? Was ihr immer denkt, ihr kleinen Fanboys. Aber der letzte Post war schon süß. Ja, findest du mich süß? Magst du Männer oder was? Der letzte was? Post war schon süß mit, ich bin doch romantisch, Digga. Ja, klar, Mann. Nee, nicht du bist süß, der Post. Ja, aber ihr Italiener seid doch auch Romantiker. Wollen wir mal Candlelight-Döner machen zusammen?
Also so für Interview. Vielleicht. Wie gesagt, ich stehe lieber auf Frauen. Ja, ich auch, aber manchmal so Freitag, Samstag ist schon ein bisschen cool mit einem Mann. Ja. Gib mir mal noch einen Kollegen, bevor du weitergehst. Nee, ich, wie gesagt, ich bin hier der Manager. Ja, das ist ja egal, du willst ja Feierabend machen, dann gib mir einen. Also mit Farid Bang. Gib mir einen von deinen Sklaven da drüben. Dabei. Mit Farid Bang. Farid Bang aus meiner Stadt Düsseldorf. Deine Stadt, blöd, dir gehört nicht mal der Rinnstein, Zucker. Aber ey, ich find's cool, dass du jetzt einen auf intelligent machst mit Brille und so. Ja, Mann. Ich seh sonst nichts, was soll ich machen? Okay, also, alles Gute, mein Freund, bleib gesund. Wie heißt dein Stellvertreter? Und denk dran, wenn du online gehst oder. Es gibt keine Stellvertreter, ich bin der einzige Chef hier. Also, dann wenn du nächstes jetzt alle online gehen. Gehst oder Video hochlädst über uns, dann sag, Valentino ist der Beste. Der Beste was? Ja, der Beste, der mit dir geredet hat. Ja, aber der Beste war's, der beste Abzocker, der beste Quatscherzähler, der beste Koch, der beste Lederjackenträger. Oder ein Kuchen? Ja, die Lederjacke trägst du, nicht ich. Haben wir ja geklärt, das Problem. Bist du ein Drachenlord-Fanboy? Ja, bist du, genau, oder bist du Kuchenkind? Kennst du Drachenlord? Oh, das ist schwer. Das ist eine schwere Frage, ey. Also wie gesagt, ich bin jetzt an meinem Handy, geh ganz kurz online nach der Aufnahme und einmal sagen, Valentino, einfach nur grüßen. Nein, da musst du bezahlen für. Weißt du, wie viel Geld die Leute dafür geben? Du hast doch so viel Geld. Wirf ich mal kann was dir rüber. Auch geben. Ich hab genug. Ich hab viel Geld. Also, weiß ich, mach. Ich hab viel Geld. Ey, mal ohne Scheiß. Wir können den ganzen Aufnahmen-Scheiß auch wieder löschen. Wenn du fett bezahlst, kann ich Werbung für dich machen. Komm ich rüber mit meinem Privatjet und dann machen wir so Shooting. Echt? Ja, kommt drauf Millionen an. Deutschland, Österreich, Schweiz, ich brauch keine Werbung. Natürlich brauchst du Werbung. Nee, ist okay. Das ist ein Schneeballsystem, wenn danke du einmal dir einen. Aber hör doch mal, wenn du einem das Geld einmal weggenommen hast, der gibt dir doch kein neues Geld. Du brauchst doch neue Leute, die drauf reinfallen. Da kann ich dir helfen. Bleib gesund, du und deine Familie, bleib gesund. Mashallah, mashallah. Alles Gute, mein Freund. War schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Mashallah, mach nochmal. Salam alaikum. Ich zahl, wenn ich vorbeikomme. Salam alaikum. Bis dahin. Okay, genau. Das wird dein Yesuka. Ciao. Shalom. Ciao, ciao. Shalom. Ich liebe dich. Suka, du auch. Ciao. Ich dich auch. Ich bin auch, ich bin. Warum arbeitest du noch, wenn du so reich bist? Sag mal. Aufgelegt. Ah, geil.